guidance. You're ready to go? Guidance with much faster paced. Yeah, okay. Ja, natürlich, Sega Master System. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ja, hier steht es ja auch, Sega Master System. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, vom Sega Master System Ninja Gaiden habe ich absolut keinen Plan vom... Für den NES, da habe ich ein bisschen mehr Plan von. Aber ich meine, da der Speedrun, da der Estimate nur 20 Minuten ist. Ich meine, ihr, was ihr jetzt seht, werdet ihr sehr wahrscheinlich einfach über die nächsten 15 Minuten durchsehen. Man spielt halt den Ninja Ryu Hayabusa, den spielt man ja in jedem Ninja Gaiden Teil. Oder heißt, er ist zumindest der Protagonist von jedem. Und er ist halt dieser super badass Ninja. Wir sind hier, also die Ninja-Gaiden-Teile, also die 2D-Ninja-Gaiden-Teile sind ja dafür bekannt, dass sie einen relativ happigen Schwierigkeitsgrad haben und dass man relativ schnell sterben kann. Das heißt, dieser Run hier ist relativ optimiert auf, wann man springen muss, welche Items man einsammelt, wo man wann man angreifen muss, welchen Gegnern man ausweichen sollte. Ja. Yeah, you just hold the jump button and you automatically jump off the wall. And you jump off pretty far, so it's hard to climb. Bis dann, Mezzo. Ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Also allgemeine Fragen zu dem Spiel kann ich jetzt, wie gesagt, nicht allzu viel erklären und sagen. Now that's useful because in boss fights, all of your weapons only do one damage to bosses. It's kind of like Shadow Ninja NES, where you can use your health as power. Yeah, and particularly, I don't know if it's like that in Shadow of the Ninja. Ach ja, richtig, die Gegner. Also wie man es sehen kann bei Ninja Gaiden, ist der Screen immer voll von Gegnern. That's true. Die spawnen aber nicht einfach random, sondern die sind fast alle immer am selben Ort. Also das heißt, das Movement ist auch schon so optimiert darauf, dass also ist schon darauf optimiert, wo die Gegner dann spawnen werden und da sie auch meistens dasselbe Pattern haben, ist das schon alles dementsprechend in die ganzen Runs rein verwoben. Was man natürlich auch hat, also sein Standardangriff ist einfach sein normales Katana, was er hat, mit dem er angreifen kann. Zusätzlich hat er aber auch noch Wurfsterne, die er zum Beispiel werfen kann, weil er schon genau weiß, dass gleich ein Gegner spawnen wird oder dass direkt einer vor ihm auftauchen wird. Dann kann er zum Beispiel schon mal einen Wurfstern schießen und einfach nach vorne rennen und er weiß, gleich kommt ein Gegner, dass der dann direkt stirbt. Das ist dann da in solchen Fällen ganz praktisch. Was es auch noch gibt, sind spezielle Zauber. Also ich glaube im Originalspiel nennt man das, glaube ich, Ninpros oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ich könnte mich auch irren, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es sind halt spezielle Zauber. Was für Zauber es in diesem Spiel gerade gibt, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, wir werden sie ja wahrscheinlich noch zu sehen bekommen. It's pretty easy to do. All you do is get 999. A lot of people get it on like a casual playthrough, not thinking about it, because it's kind of hard to get used to just using ninpo or using ninjutsu when you have it. So it's pretty easy by like the third stage to max out without even realizing it. Yeah, you can even do it by the first level. During the first level, so you can do it really quickly. Oops. One of the big similarities also to the NES Ninja Gaiden series, it seems to be close to Ninja Gaiden. Ja, jetzt bin ich nicht mehr alleine. Sag mal, hallo. Moin. It's a bit more floatier with the jumps. Das ist der Down-Cheater. Ja, willkommen. Sohne fühlt sich sonst alleine. Richtig. Ich habe gehört, du kennst dich ein bisschen mit Ninja Gaiden aus. Ein bisschen schon, ja. Ich kenn's casual. Welches denn? Das erste. Ja, also schaust du gerade auch den... Also hier wird hier gerade das Sega Master System Ninja Gaiden zuerst gespielt und danach kommt das für den
NES. Nee, das hier, also das für Sega Master System, das kenne ich nicht. Ah, okay. Ja, da sind wir ja schon zwei. Es ist ein Ninja Gaiden. Punkt. Ja, wie gesagt, also der Run hier ist relativ straightforward. Es ist einfach darauf optimiert. So there's a chance that relativ hardcore darauf optimiert, einfach irgendwie zu wissen, wann man sich bewegen muss und wann man angreifen muss und all sowas. Oben rechts sieht man auch die Lebensleisten von Ryu, dem Protagonisten Ryu Hayabusa, und auch dem Bossgegner. Ich glaube, der obere Balken ist der von Ryu und der untere. Entschuldigung, da musste ich kurz niesen. Und der untere vom Gegner. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das E und also das P und das E, das steht für Player und Enemy. Würde irgendwie Sinn ergeben. Hier sieht man zum Beispiel gerade einen Spell, den er aktiviert hat. Ich kenne den Namen des Spells gerade nicht, aber es geht halt darum, dass so vier Feuerbälle um ihn rumkreisen und alles, was er damit berührt, kriegt halt Schaden, was natürlich ganz praktisch ist. Ich würde den Spell jetzt einfach Firestorm benennen. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich dazu passt. Und man kann halt nur einen Spell gleichzeitig tragen und wenn man aus Versehen einen anderen einsammelt, dann hat man leider den anderen. Glaube ich. So. Aber der Spell ist halt einfach am besten, weil man halt nicht stehen bleiben muss, um anzugreifen. Feuerschild, ja, wohl eher weniger. Ich weiß es nicht. Es ist ein Spell, es hat Feuer, ja. Ja, man könnte auch gleich direkt Feuerspell sagen. Ich glaube, es gibt keinen zweiten Spell. Oh, da hat er gerade haarscharf die Kante verfehlt. Hier hat er sich gerade hochgeboostet mit einem Damage Boost. Einfach weil er es kann. Ja, das wird man im nächsten Ninja Gaiden Run auch vereinzelt sehen, dass man, dass der Spieler manchmal absichtlich Schaden nimmt, damit er, also jedes Mal, wenn man Schaden nimmt, kriegt man so einen, wie soll ich sagen, so einen Rückstoß. Und außerdem ist man dann für eine kurze Zeit, hat man Invincibility Frames, also das heißt, man kann dann nicht getroffen werden. Und die Spieler abusen das teilweise ein bisschen. Joa. Jetzt gerade der Bossfight mit dem Ninja aus der Zukunft. Dem Jetpack-Ninja gerade, der irgendwie Laser verschießt. Wow, Ninja Gaiden kommt über die ganze Welt herum, jetzt ist er in der Eiswelt. Ja, ich glaube, Super Ninja Ryu Hayabusa war mittlerweile, der hat schon alles gesehen in all seinen Spielen, die er schon hatte. Es gibt ja auch noch die neuen, sag ich mal, in Anführungszeichen, die neuen 3D-Teile für Xbox, PlayStation 3 und sowas. Die sind ja auch dafür bekannt, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen, oder halt, dass man, ja, dass man halt relativ viel Schaden von Gegnern abbekommt. Da ist das Gameplay aber natürlich so ein kleines bisschen anders, da aufgrund der Tatsache, dass es ein 3D-Spiel ist. Da geht es halt tatsächlich wirklich mehr ums Kämpfen und einfach mit irgendwie stylischen Ninja-Moves und irgendwie Blocken angreifen, ausweichen. Ich mag dodgen. Die 3D, ja, dodgen auch. Ich mag die 3D-Ninja-Gaiden-Teile, tatsächlich. Ich mag das Gameplay. Über die Story von den 3D-Teilen müssen wir nicht reden, weil die ist ziemlich am Mist. Aber das Gameplay ist gut. Ja, das Gameplay ist awesome und
Ja, Ninja Gaiden ist so ein Spiel, das sollte man wegen dem Gameplay spielen und nicht wegen der Story. Homing shots. Oh! Not gonna get me. Jetzt hat er einen anderen Spell, der auch mit Feuer zu tun hat. Ihr habt es gerade auch gesagt, dieser Boss wäre eigentlich mit dem normalen Schwert ziemlich schwer. Und er benutzt jetzt hier einfach diesen Feuerspell und zack, easy. Ich komme da gerade nicht drauf, aber kann der einfach den Spell unendlich oft nutzen? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber es sieht so aus. Ja, spammt den ja gerade nur durchgehend. In this particular room is the showstopper for most people. So, und von der Eiswelt direkt zur Lava-Welt, wie sich's gehört. Immer doch. Vor allem die Lava hat einen komischen Auf- und Absteigrhythmus. Ja, es ist okay. Man kann es ja vertrösten, indem man sagt, es war für das Sega Master System. Das ist ja mittlerweile schon eine relativ alte Konsole. Und NES nicht, oder was? Ja, schon, aber die NES ist irgendwie, keine Ahnung, die ist irgendwie so ein bisschen bekannter. Da kann man noch so ein Auge zudrücken. Obwohl jetzt hier von der Grafik her sieht das Sega Master System eigentlich gar nicht mal so kacke aus. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Die Flammen, die aus dem Boden kommen, sind auch assi. Die kommen einfach aus dem Boden und splitten sich dann nochmal auf. Erasmus. Really makes this game look very easy at the moment, I must say. Kann es auch sein, dass das Sega Master System erst nach dem NES rauskam? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, bestimmt. Aber ich glaube, SNES ist dann noch neuer als das Sega Master System, deswegen habe ich SNES nicht gesagt. Ja, genau so kommt es mir auch irgendwie vor. So vom Grafikstil her ist es zwischen NES und SNES irgendwie. Okay, der Boss einfach zerstört mal zwei Drittel des Bodens, wenn er Lust drauf hat. Und nebenbei schießt er auch ganz Zeit einen Homing Fire Shot drauf. Den Spell. Ich wollte auch gerade sagen, dieser Spell, die vier Feuerkugeln, die zielen automatisch auf den Gegner, ist in diesem Sinn jetzt natürlich recht praktisch, dass das hier automatisch geaimt wird. Und den Last Hit mit dem Schwert. Noch ein paar Swag-Punkte. Das war knapp. Ja, das war nicht beabsichtigt, da das ist einfach gerade schlecht gelaufen. Throwing all sorts of stage hazards, and you see plenty of new enemies. It kind of just goes into overdrive at this point. Und man kann auch einfach die Gefahren von der Map her, also diese Schüsse, einfach kaputt machen mit dem Feuer, weil don't care. Aus irgendeinem Grund werden wir hier im Chat gerade bombardiert mit irgendwelchen Link-Spam-Bots offensichtlich gerade. Schon der zweite innerhalb von 5 Minuten. Der andere war aber, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das kein Bot ist. Immer diese Link-Spam-Bots, das geht hier gar nicht. Aber eigentlich ist es ein positives Zeichen, weil das heißt, unser Channel ist groß genug, dass Bots sich dafür interessieren. Das heißt, da schon mal Daumen hoch. Yay, Bots interessieren sich für unseren Stream. Hurra. Okay.
Ja, wie gesagt, Ninja Gaiden ist ja dafür bekannt, dass es ein relativ schweres Spiel ist. Vor allem die 2D-Teile sind ziemlich bockschwer, weil Gegner dann teilweise von Entwicklern direkt schon so platziert werden, dass wenn du nicht mit Super Ninja-Reflexen, was ja auch irgendwie spielerisch direkt zusammenpasst, wenn du irgendwie nicht mit Ninja-Reflexen direkt reagierst, dann fällst du meistens direkt irgendwo in den Tod. Wenn da zum Beispiel so eine ganz schmale Plattform ist und da steht direkt ein Gegner drauf und du musst da drauf, und bevor du auf der Plattform landest, musst du diesen Gegner irgendwie mit dem Schwert töten, und wenn nicht, dann wirst du halt getroffen und fällst in den Abgrund. Das ist da also ziemlich unfair, man muss da ein bisschen üben. Also man muss da so den Dreh raus haben. Mir fällt gerade auf, der ganz links auf der Couch sitzt, hat eine Goomba-Mütze auf. Ja, der Kerl kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, der ist bei AGD, also bei den GDQs auch öfter mal. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Bei mir kommt auch die Mütze bekannt vor, die war auch bei AGDQ mit dabei, mit ihm. Ja, richtig. Weiß irgendjemand von euch im Chat, wer der Kerl ganz links auf der Couch ist mit der Goomba-Mütze? Ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Boss, ne? Das ist möglich. Denn das hatte kein Level jetzt davor. Die Masken im Background sind auch wunderschön. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, weil hier im Schedule steht, dass Duckfist Ninja Gaiden speedrunnen würde, aber der Kerl ist ja offensichtlich nicht Duckfist. Der ist Crazy Rasmus. Ja, das steht ja oben. Und jetzt ich bin ein klein bisschen verwirrt, da wurde der Schedule irgendwie ein bisschen nicht ganz korrekt, ne? Oh, die Masken im Hintergrund waren keine Masken. It's a trap. Actually kind of scary. Und Zeit. Ja, das war wie gesagt, das war gerade der letzte Boss. Ja, das war Ninja Gaiden für Sega Mega System, ein relativ kurzer Run, aber halt dementsprechend auch ein ziemlich optimierter Run. Halt optimiert im Sinne von, dass man einfach das Movement und die Bewegung und alles, das ist schon einfach, das ist einfach Übungssache, und von daher passt es schon. Und jetzt kommt Ninja Gaiden für